Ja, gleich zu Beginn möchte ich mich bei der Frau Direktor Kapper und beim Herrn Direktor Ingenieur Geiger ganz, ganz herzlich bedanken. Das gesamte Team der GWS hat vielen Menschen in Graz Wohnraum geschaffen in den letzten 60 Jahren. Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Ein Jubiläum ist aber auch gleich immer ein Auftrag für die Zukunft. Wir sollten diese 500 Wohnungen, die gerade in Planung sind, wieder abschließen. In den letzten Jahrzehnten waren ganz, ganz große Siedlungen und Namen dabei. Wenn ich an die Arland-Siedlung denke, an die Berliner Ring-Siedlung, wenn ich daran denke, was in Maria Trost am Tannhofweg gelungen ist. Es gab viele Auszeichnungen, die wünsche ich diesem Team auch in den nächsten Jahren. Auf eine bin ich ganz besonders stolz, dass wir es jetzt in Graz geschafft haben, mit einem Studentenheim in der Moserhofgasse vom Klimafonds ausgezeichnet zu werden für einen Passivhausstandard im mehrgeschossigen Wohnbau. Ja, nochmals Gratulation von Seiten der Stadt und von mir auch persönlich. Alles Gute für die Zukunft und für die, die jetzt feiern, noch ein schönes Fest. Wohnen zählt zu den wichtigsten Grundbedürfnissen der Menschen und bestimmt im hohen Maße unsere Lebensqualität. Zwei Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in unserem Wohnraum. Die GWS trägt maßgeblich dazu bei, diesen so wichtigen Faktor Wohnen positiv für alle zu gestalten. Als gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft stellt sie Wohnsicherheit im Sinne der Leistbarkeit und der Qualität für alle in den Vordergrund. Darüber hinaus setzt sie durch die Bautätigkeit starke wirtschaftliche Impulse für die Steiermark. Und nicht minder wichtig, auch für strukturschwächere Regionen im Land werden dadurch Qualitätswohnungen geschaffen. Ich gratuliere der GWS an dieser Stelle ganz herzlich zu Ihrem 60-Jahr-Jubiläum und wünsche ihr, mir und allen Steirerinnen und Steirern, dass sie diesen so erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortführt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hohe Festversammlung, als Präsident der Steirischen Landwirtschaftskammer und Mitgesellschafter der GWS möchte ich der GWS zum 60. Bestandsjubiläum herzlichst gratulieren. Die Zusammenarbeit der Steirischen Landwirtschaftskammer mit der GWS ist hervorragend, auch mit ihrem Management. Was mich besonders freut, ist, dass die GWS den Baustoff Holz salonfähig gemacht hat und im Geschosswohnbau hier führend vorangegangen ist. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir weiterhin hervorragend zusammenarbeiten werden und ich bin zuversichtlich, dass dieser bedeutende Wohnbauträger auch in Hinkunft in der Steiermark eine wesentliche Rolle spielt. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Ich bin ja erst seit wenigen Monaten bei der GWS tätig. Mir ist aber sofort aufgefallen, dass die Mitarbeiter eine sehr kundenfreundliche und eine aufgeschlossene Arbeitsweise haben. Mein Bereich ist der Sanierungsbereich von Objekten, von Gebäuden und in diesem Bereich ist es natürlich wichtig, dass wir auf die Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung von Projekten achten. Dabei soll natürlich nicht vergessen werden, dass ein optisch ansprechendes Ergebnis erzielt werden soll. Damit soll auch der Werterhalt der einzelnen Wohnungen gesichert werden und ich würde mich freuen, also noch länger meine Energie und meine Ideen in diese Projekte hineinstecken zu dürfen. Geschätzte Damen und Herren, wie heißt das so schön scherzhaft? Die Höchststrafe für einen Architekten ist dann ausgesprochen, wenn er in dem Haus wohnen muss, das er selbst geplant hat. Das trifft ganz sicher für die steirischen Architekten und auch für die GWS keinenfalls zu. Aber liebe Frau Direktor Kapper, Herr Direktor Geiger, geschätzte Funktionäre und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GWS, es tut mir sehr leid, dass ich heute an eurer Abendveranstaltung nicht dabei sein kann. Daher möchte ich euch eine Videodankesbotschaft überbringen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für die großartige Wohnbauarbeit, die ihr in den letzten Jahren, in den letzten 60 Jahren geleistet habt. Und ich möchte euch auch bitten, diese qualitätsvolle Tätigkeit rund um den steirischen Wohnbau in dieser ambitionierten und innovativen Form auch im 21. Jahrhundert weiterzutragen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Festtag heute noch und redet nicht nur übers Wohnen, sondern vielleicht auch über das gute steirische Essen und Trinken. Herzlichen Dank, alles Gute.